Frage, was verdient eigentlich die Bank an einer Finanzierung? Und dann kommen wir eigentlich schon wieder zurück auf das Thema, was der gute Bertolt Brecht gesagt hat. Was ist schon ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? In diesem Seminar gucken wir uns mal an die Kundenkonditionen, also was du zahlen würdest. Wir gucken uns dann mal an, zu welchem Preis die Bank das Geld einkauft. Vieles mehr. Insider-Tipps für Baufinanzierung. Was brauchst du? Bereite deine persönlichen Unterlagen. Das machen wir heute, wie gesagt, nicht. Jetzt habe ich noch was Schönes. Auch das ist Inhalt des Baufinanzierungsseminars. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier siehst du eine Zinsübersicht von verschiedenen Banken. Da stehen auch die Banknamen. Das ist jetzt nichts Geheimes. Und wie viele Immobilien kann ich mir leisten. Dazu gehört jetzt im Grunde die Finanzierungsvorbereitung. Das mache ich normalerweise in einem komplett separaten Seminar, ja, wie du das Ganze entsprechend vorbereitest, beziehungsweise für die Teilnehmer aus meinem letzten Seminar, den Hauskauftipps, da habe ich das auch so mal kurz erklärt, welche Unterlagen du brauchst, was du da vorbereiten solltest. Das werden wir heute, wie gesagt, nicht machen. Das ist kein Finanzierungsseminar, sondern es geht erstmal darum, dass du den Überblick hast und dass du heute hoffentlich sagst, Mensch, jo, da gibt es eine ganze Menge Risiken, aber es gibt auch eine ganze Menge Chancen und das möchte ich ergreifen. Also, wichtigste Finanzierungsvorbereitung ist, wie gesagt, das mache ich in dem Seminar Insider-Tipps für Baufinanzierung. Was brauchst du? Bereite deine persönlichen Unterlagen gut vor. Also, dass du die letzten drei Gehaltsbescheinigungen hast, die Dezember-Gehaltsabrechnung der letzten drei Jahre, letzten Steuerbescheid, der ist bei einer vermieteten Immobilie dann ganz wichtig. Und natürlich das, was du an Eigenkapital angesammelt hast, was du erspart hast, was du auf dem Festgeld, Tagesgeldkonto und so weiter bunkert hast. Was brauchst du sonst noch? Brauchst eine Kopie deines Personalausweises oder Reisepass, Vorder- und Rückseite, beziehungsweise eben, ja, Reisepass gibt es nur eine Seite. Und dann eben auch, was du sonst an Ersparnissen schon hast. So, jetzt kam von Sinja hier gerade die Frage. Irgendwie habe ich eine Frage anscheinend nicht beantwortet. Das war die Frage mit der EZB. Ja, natürlich, habe ich doch. Klar leihen sich die Banken von der EZB auch Geld. Aber eben nicht nur. Ich habe ja gerade gesagt, die leihen sich das von dir als Kleinsparer über Girokonto, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, sonstige Einlagen und so weiter und so fort. Da leihen die sich das Geld und verleihen das dann für teuer Geld. Also im Zweifelsfall kriegst du aktuell 0,0%, wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, kriegst du sogar einen Negativzins. Beziehungsweise der Negativzins ist ja getarnt durch Kontoführungsgebühren, die du zahlst dafür, dass die Bank da Zugriff auf dein Geld hat. So. Das habe ich aber eben auch schon erklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob das verloren gegangen war. Dann hack mir mal kurz in den Chat, ob das jetzt beantwortet ist. Ich gehe davon aus, weil, wie gesagt, war eigentlich schon vorher davon ausgegangen. Genau, also von Kleinsparern und teilweise natürlich auch von anderen Banken. Also die Banken leihen sich nicht nur bei der EZB Geld, sondern eben auch bei Konkurrenten. Jetzt kommen wir zu dem Thema Geldfluss oder Cashflow bzw. Geldflüsse. Das gucken wir uns kurz an, dass du einfach weißt, von wem du Geld kriegst. Das ist verhältnismäßig einfach. Und an wen du alles Geld zahlen musst. Dass das einfach erstmal die Grundlagen sind, dass das soweit klar ist, bevor wir uns über irgendwelche Standorte, Ausstattungen, Größen irgendwelcher Wohnungen angucken. Gucken wir uns erstmal an die Basics oder auf Deutsch die Grundlagen, was du wissen solltest. Welches sind die vier Geldflüsse einer Immobilie? Der erste Geldfluss, sehr offen. Nicht wie die üblichen trockenen Seminare. Toll.